So, dann gebe ich gleich mal das Wort an den Kurt Wilhelmi, der den ersten Umsetzungsvorschlag pädagogische Freiheit vorstellen wird. Ja, unsere zweite Arbeitsinitiative wird die gleichen Ideen ins Gespräch bringen wie die erste Volksinitiative. Das ist erstens die Idee der pädagogischen Freiheit, die besagt, dass die Schulen die Inhalte und die Qualitätsmaßstäbe ihrer Arbeit selbstständig gestalten können sollten. Die zweite Idee ist die der gleichberechtigten Finanzierung, das betrifft die Schulen in freier Trägerschaft. Die sollen in Zukunft ohne Schulgeld zugänglich sein, öffentlich wie die Schulen in staatlicher Trägerschaft auch. Die dritte Idee ist die der selbstständigen Organisation. Alle Schulen, die es wollen, sollen die weitestgehende organisatorische Selbstständigkeit erhalten. Das ist eine Idee oder eine Forderung, die hauptsächlich die staatlichen Schulen betrifft. Und diese Ideen wollen wir jetzt mit der zweiten Volksinitiative ein Stück weit konkretisieren. Und dafür haben wir in den letzten Monaten eben Umsetzungsvorschläge ausgearbeitet. Und so ist ein zwölfseitiges Papier entstanden, Umsetzungsvorschläge, was da auch auf dem Tisch ausliegt und hier in den Pressematten auch enthalten ist. Und ich werde jetzt in aller Kürze ein bisschen was zu unseren Überlegungen erzählen, wie man die Idee der pädagogischen Freiheit in der Praxis umsetzen kann oder zumindest Schritte in die Richtung gehen kann, weil auf diesem Gebiet ist es nicht einfach, sagen wir mal, ein Patentrezept zu erfinden, eine Lösung zu finden, weil die Lösung ist abhängig von uns selber, von uns allen, die wir das Schulwesen gestalten. Und die kann so oder so aussehen, also da gibt es auch durchaus alternative Möglichkeiten, wie man voranschreiten kann. Die pädagogische Freiheit, das ist etwas, was sich in vielen Studien der letzten Monate als eine sehr wichtige Idee und Forderung herausgestellt hat, weil viele Studien, zum Beispiel die sogenannte Hettich-Studie, die eben international auch ganz viele andere Studien vergleicht und zusammenfasst, die hat herausgefunden, dass eigentlich das Wichtigste für eine gute Schule die Persönlichkeit der Lehrerschaft ist, also die Persönlichkeit des Lehrers ist was ganz Wichtiges. Und das sehen wir genauso. Und das ist eigentlich auch das, was wir mit der Volksinitiative wollen. Wir wollen, dass die Lehrer als authentische Persönlichkeit sich hinstellen können und arbeiten können. Und das arbeiten können, was sie selbst für richtig halten und wovon sie überzeugt sind. Das ist auch etwas, was der Professor Hüther, der Gehirnforscher, sagt. Wichtig ist die Leidenschaft für das, was man tut, die Begeisterung. Und dafür wollen wir die Lehrer befreien, dass sie das tun können, wovon sie überzeugt sind. Das hat eigentlich auch mittlerweile die Politik gemerkt, dass das so ist, dass also nicht mehr wie früher, vor 20, 30 Jahren, die Lehrer eingeschränkt werden dürfen durch detaillierte Lehrpläne, wo sie eigentlich nur noch abarbeiten, Stunde für Stunde, was im Lehrplan steht. Man hat also in den letzten Jahren in Deutschland, in den Bundesländern, in einigen Bundesländern diese Lehrpläne gelockert und hat sie entschlackt. So. Also es steht nicht mehr bis ins Detail drin, was Stunde für Stunde gemacht werden soll, sondern in Berlin zum Beispiel gibt es eben die Rahmenlehrpläne, die viel offener sind oder sein sollen und den Lehrern mehr Gestaltungsfreiheit geben sollen. Diese Änderung kann aber ihre Wirkung nicht entfalten. Zu der Überzeugung sind wir gekommen, durch viele Gespräche, die wir in Berlin mit Menschen, die mit Schule zu tun haben, geführt haben. Und zwar durch eine zweite Vorgabe, die die Schulen bekommen, neben den Lehrplänen, das sind nämlich die Prüfungsordnungen. Und die sind nämlich nach wie vor, die werden jetzt im Gegenzug sozusagen immer detaillierter und immer genauer ausgearbeitet und zentralisiert und den Schulen vorgegeben, zum Beispiel als Zentralabitur. Und das ist jetzt etwas, was eben nicht nur ganz am Schluss der Schule wirksam ist und als Tatsache den Schulen vorgegeben wird, sondern das wirkt sich ja aus auf die ganzen Jahre jeweils vor der Abschlussprüfung, vor dem MSA und so weiter.
dass eben Jahre vorher schon die Schulen ja dann darauf hinarbeiten müssen, auf diese Prüfungen hinarbeiten müssen und die Schüler entsprechend vorbereiten müssen auf diese Prüfungen. Und dadurch ist eben die pädagogische Freiheit eingeschränkt. Darunter leiden viele Schülerinnen und Schüler und Lehrer oder auch Schulleiter, wenn sie Angst haben, dass sie in den Prüfungsvergleichen schlecht abschneiden. Und unsere Schülerin Laura Erich vom Berliner John-Lennon-Gymnasium hat es ja in der letzten Anhörung der Volksinitiative im Abgeordnetenhaus eindrücklich und plastisch dargestellt, diese Angstsituation, die in den Schulen besteht. Und unsere Idee der Umsetzung von pädagogischer Freiheit ist jetzt eben, dass wir sagen, die Schulen sollen auch die Freiheit bekommen, eigene Abschlüsse zu entwickeln und zu gestalten. Dass die Abschlüsse jetzt nicht zentral vorgegeben werden, sondern Schule für Schule, zum Beispiel die Montessori-Schulen oder die Waldorfschulen oder die demokratischen Schulen oder auch staatliche Schulen, die es wollen, die sollen bis zum Abschluss die Freiheit bekommen und einen Abschluss auch selbst gestalten können. Und mit so einem Abschluss sollen die Schulabgänger dann auch die Möglichkeit haben, weiter zu lernen auf den nächsten weiterführenden Schulen oder auch auf Hochschulen. Das ist eine Idee, eine Variante, die wir herausgearbeitet haben, die wir im Moment favorisieren. Dass wir sagen, Schulen sollen einen eigenen Abschluss entwickeln können, sollen ihn bei der Senatsverwaltung anerkennen lassen können. Das soll ganz einfach möglich sein, indem einfache Elemente der Qualitätsentwicklung und der Qualitätsüberprüfung eingehalten werden sollen. Also es gibt drei Bedingungen der Qualitätsentwicklung, die einfach einzuhalten sind. Und wenn diese Bedingungen eingehalten sind, dann erkennt die Senatsverwaltung den Abschluss an. Und Schüler mit so einem alternativen Abschluss haben dann in Berlin das Recht, auf einer weiterführenden Schule oder Hochschule ihrer Wahl anfangen zu können, zu lernen oder zu studieren. Und zwar ein Jahr lang. Und dann nach diesem ersten Jahr sieht man ja am besten, ob diese Entscheidung für die Schule oder für die Hochschule die richtige ist. Dann setzt man sich zusammen, Vertreter der Hochschule und der jeweilige Student, und guckt, wie ist es gelaufen und wie soll es weitergehen. Das ist unser Vorschlag, wie ein neuer Weg oder wie neue Wege des Übergangs von der Schule zu den weiterführenden Hochschulen aussehen könnten. Wege, die eben unabhängiger sind vom jetzigen Abitur, von den jetzigen Abschlussprüfungen und die eben da auch eine Öffnung ermöglichen in Bezug auf die Gestaltung von Schulabschlüssen.